Doch nach der Halbzeit sollte es dreckig werden. Der Erb, der vorhin verletzt war, geht hier volle Kanne rein in den Zweikampf und das nicht zum einzigsten Mal, sondern hier direkt nochmal. Das ist die zweite gelbe Karte für Erb. Der wollte sich rächen und hat zweimal genau Mike Giannodopoulos von hinten umgehauen, der erstmal behandelt werden muss. Hier sehen wir nochmal das zweite Foul. Der Trainer ärgert sich zu Recht. Und kurz darauf hat die Behandlung scheinbar nicht angeschlagen, denn Mike Giannodopoulos liegt auf dem Boden, liegt verletzt da. Die Sanitäter werden geholt. Das sieht ganz, ganz bitter aus. Das ist wirklich nicht schön anzusehen. Trotzdem muss das Spiel natürlich weitergehen und das tut es natürlich auch. Schöner Pass nach außen auf Steinhardt. Der Ball wieder in die Mitte und Agbovo kriegt den nicht mehr unter Kontrolle. Dann kommt Gücü München. 1860 kann das nicht gut verteidigen. Und der wunderbare Pass auf Boyere und der macht in der 74. Spielminute das 2:1 in Unterzahl. Wahnsinnige Leistung, aber auch viel zu viel Lücke gelassen von der Verteidigung 1860 München. Schöner Abschluss, rechts unten, nichts zu machen für den Torwart. Das Spiel ist damit vorbei. 1860 verliert hier in Überzahl gegen ein besseres, ein überlegenes Türkgücü München. Es sah nach einer bösen Verletzung aus. Wie steht es aktuell um Mike Giannodopoulos? Er ist laut Prognose 3 Monate verletzt und wird uns somit erst nach 4 Monaten wieder zur Verfügung stehen. Wie genau geht es jetzt weiter mit 1860 in dieser Saison? Es ist ein drastischer Verlust für uns. Ich meine, wir müssen die komplette Rückrunde ohne ihn spielen und müssen probieren, uns im Mittelfeld der Tabelle zu halten. Dann hereingetreten in meine Bruchbude. Sieht immer noch aus wie vor ein paar Jahren, aber das kennst du ja jetzt schon. Hat sich nicht viel verändert, ne? Muss ich mal aufräumen, oder? Bisschen, aber geil, das hat Ufer. Ja, auf jeden Fall. So, ich würde sagen, ich koche uns mal ein bisschen was, eine Kleinigkeit. Du bist bestimmt hungrig nach deinem langen Flug und ich denke, dann gehen wir nachher nochmal mit den Pferden raus und so. Die freuen sich jetzt auch, dich zu sehen und dann schauen wir einfach mal.
Also ich muss ja sagen, bei mir, seit ich in Braunschweig bin, läuft's in meiner Karriere echt gut. Aber was denn bei dir ist mit deiner Verletzung? Wann kannst du wieder spielen? Ja, also ich habe ja jetzt eine lange Verletzung gehabt, aber mittlerweile bin ich tatsächlich wieder relativ fit. Ich habe jetzt mit dem Trainer schon gesprochen und ich fange jetzt langsam wieder an zu trainieren. Und ich meine, bald kommt ja das neue Jahr 2021 und ich werde mal gucken, dass ich Januar hoffentlich wieder fit bin. Und ja, mal gucken. Also vielleicht lässt sich da wieder was einrichten, dass ich mal öfter spielen kann. Das wäre auf jeden Fall echt schön, würde ich dir auf jeden Fall gönnen. So, den Hügel, den habe ich auf jeden Fall noch nicht wegbekommen, aber das ist ja jetzt erstmal egal. Die Pferde, die freuen sich auf jeden Fall auf ihren Auslauf und vor allem, wenn wir jetzt zu zweit sind, das macht denen bestimmt richtig viel Spaß, genauso wie mir. Ich habe ja noch mein Favorite-Pferd, ich habe ja noch Roland am Start. Ich würde sagen, den schnappe ich mir mal. Wen schnappst du dir? Nirvana, ich muss sagen, bin lang nicht mehr geritten. Ja, das glaube ich dir. Wie sagst du das? Tut auch mal wieder gut so. Habe ich nicht. Das ist zugefallen. Das ist zugefallen. Ja, pass auf, ich zeig dir mal direkt einen Stunt direkt. Und hopp! Richtig cool. Kannst du es auch mal? Oh ja, das war. Bisschen Tor geschaffen noch. Okay, dann reiten wir mal durch die Gegend. Ich freue mich einfach, dass ich diese Zeit wieder genießen kann, hier zu Hause, auch meine Zeit beim Bauernhof und mit den Pferden und auch der Familie, und ich finde es einfach total schön, aber im Großen und Ganzen ist es einfach so, das kennst du ja selber, dass man den Fußball einfach total vermisst, also. Ja, muss mal sehen, wenn du dann ab Januar hoffentlich wieder spielen kannst. Ja, ich bin sehr gespannt. Dann zeitlich geklappt. Also meine Verletzung ist ja eigentlich schon relativ gut auskuriert. Ich werde da jetzt noch ein bisschen daheim bleiben müssen und dann langsam wieder ins Training einsteigen. Im Dezember dann Volltraining machen und im Januar dann hoffentlich meine Spiele dann bestreiten können. Ich hoffe, dass der Trainer mich natürlich dann auch zurückholt in die Mannschaft. Das wäre natürlich für mich auch total wichtig. Bekommt Mike in naher Zukunft wieder regelmäßige Spielzeit? Mike Giannodopoulos wird natürlich wieder Stammspieler. Wir haben uns sogar gemeinsam dafür entschieden, ihn als unseren neuen Kapitän zu küren. Sie sind zum Kapitän dieser Mannschaft gewählt worden. Was bedeutet Ihnen das und wie wichtig ist das für Ihre Karriere? Naja, ich bin 25 Jahre jung. Das hier ist mein Heimatverein. Ich spiele schon total lange und naja, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Das ist natürlich eine absolute Ehre für mich. Ja, da macht er sich warm, der Mike Giannodopoulos steht wieder auf dem Rasen, der 25 Jahre alte Spieler. Und einen ganz jungen, den haben wir auch dabei, mit der Nummer 21 aus der eigenen Akademie. Ganz besonders stolz, die 1860er. Mike Giannodopoulos nach langer Verletzungspause zurück, seine Position Mittelfeld ZOM, 25 Jahre, 1,81 groß, 77 Kilo. Ein paar Kilo abgenommen, aber eine Kapitänsbinde dazu bekommen, der deutsche Spieler. Und in seiner Rolle fühlt er sich natürlich direkt wohl. Führt einen Verein voran gegen FSV Zwickau, das erste Spiel, und die Gastgeber, die drehen erstmal so richtig auf. Furiose Anfangsphase wird belohnt in der 8. Spielminute. 1:0 für Zwickau. Dem darf der Torwart natürlich nicht durch die Lappen gehen, aber auch wirklich zu viel Lücke gelassen, sehr gut gespielt von Zwickau. Die reißen hier die Abwehr auseinander und können dann schön abschließen, das 1:0 machen, ganz frühes und wichtiges Tor in diesem furiosen Spiel. Es sollte noch viel passieren und deswegen legte der junge Spieler von 1860 direkt los mit einer guten Chance, geblockt vom Verteidiger. Anschließende Ecke. Da ist Giannodopoulos. Keine schlechte Chance. Giannodopoulos dachte sich, auch mal einen hinterherzusetzen. Diesmal mit dem Fuß. Anschließende Ecke wieder. Giannodopoulos kommt beim ersten Mal nicht dran. Beim zweiten Mal sieht das Ganze allerdings schon ein bisschen besser aus. Da ist nämlich Sascha Mölders. 1:1, 22. Spielminute, Ausgleich
Drei, vier Chancen hatten sie in der Zwischenzeit gehabt und hier jetzt mit dem verdienten Ausgleich. Doch Zwickau, die lassen sich davon überhaupt gar nicht unterkriegen. Torwart pariert, Nachschuss ist drin. Ein kurioses Tor. Jedoch absolut verdient. Zwickau immer noch total gut mit im Spiel. Und diesen Pass, den musste er erstmal so spielen. Wunderbar die Abwehr aufgerissen und dann steht der Stürmer ganz frei vom Torwart, der erstmal richtig, richtig stark pariert, aber den zweiten dann nicht mehr halten kann. Wir springen in Halbzeit Nummer 2 und wieder Sascha Mölders. Wieder gibt es einen Eckball. Die Ecken heute auf Seiten der 1860er haufenweise. Und dann spielt 1860 wieder über den neuen jungen Spieler, über die Außen und über Mike Janodopoulos. Dafür haben wir ihn vermisst. Der Kapitän, wunderbarer Abschluss, schöne Technik, schönes Tor und der erneute Ausgleich der Münchner. Setzt sich wunderbar durch, Innenseite. Den Torwart ausgehebelt. Das ist seine Spezialität. Und Janodopoulos, der wollte direkt nachlegen, gibt in die Mitte auf Dressel. 3:2. Spiel erstmals gedreht in der 62. Spielminute. Und auch das ist nicht unverdient. 1860 in der zweiten Hälfte nochmal eine Schippe draufgelegt. Wollen das Spiel hier unbedingt entscheiden. Und schöner Abschluss zeigt, dass sie es können. Doch Zwickau, die geben sich natürlich nicht auf. Die haben hier ein gutes Spiel gemacht und wollen sich dafür belohnen mit dem Ausgleich, der allerdings direkt zurückgenommen wird. Denn das wird wohl abseits gewesen sein, der Schiedsrichter außen mit der Fahne oben. Man sieht ganz, ganz deutlich zwei Schritte voraus. Und dann gibt es Elfmeter für 1860 München wegen Handspiel. Hier sehen wir die Szene und ja, den kann man geben. Der Chef muss ran und der Chef macht ihn. 4:2, damit ist die Vorentscheidung gefallen in der 69. Spielminute. Den Elfmeter kann man geben und muss man laut dem neuen Regelwerk auch geben und Mike macht ihn dann ganz locker rein. Torhüter verladen, schön platziert. 2:4. Doch Zwickau, die wollen sich wie gesagt nicht geschlagen geben. Wegkamp, der hier probiert durchzukommen, macht das wunderbar und trifft in der 73. zum erneuten Anschluss für Zwickau. Ein Spiel, das hin und her geht. Und jetzt sind sie wieder dran, noch 15 Minuten zu spielen. Zwickau mit dem 3:4, wie einfach er hier durchkommt, wie gut er das macht, unwiderstehlich, schön und klasse gemacht. Jetzt geht Janodopoulos raus, guten Job gemacht für heute und es sollte auch nichts mehr passieren. Die Fans jubeln jetzt schon und sie dürfen auch am Ende noch jubeln. Sascha Mölders und natürlich Janodopoulos haben hier das Spiel entschieden und den Sieg nach Hause geholt. Lange Verletzungspause. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht? Naja, natürlich die lange Operation und die Reha natürlich erstmal. Und dann habe ich mich zu Hause auf meinem Bauernhof auskuriert und die Zeit genossen. Bin aber tatsächlich auf eine etwas kuriose Idee gekommen, mir jetzt hier in der Nähe von München ein Haus zu bauen. Und ja, das waren so meine Tätigkeiten. Hatten Sie zu dieser Zeit Kontakt zu Spielern und Fußball? Zu Fußball definitiv, das ist keine Frage, ohne das geht's nicht. Aber sonst tatsächlich nur private Freunde und natürlich meinen Bruder Jan. Wie fanden Sie Mikes Auftritt nach der langen Verletzungspause? Er hat ein tolles erstes Spiel gemacht, er hat uns sehr gefehlt. Ja, da sind wir in meinem neuen Haus. Ich führe euch mal ganz kurz rum. Ich habe noch nicht alles dekoriert. Die Küche steht schon und ein Esszimmertisch auch. Aber das ganze Wohnzimmer, guckt euch das an. Wir haben so viel Platz, aber alles ist noch leer. Und dann dieser wunderschöne Ausblick in den Garten. Leute, ich liebe den Garten. Einfach guckt euch den an. Da werden wir auf jeden Fall die ein oder andere Party auch nochmal machen. Ich finde das so, so cool. Naja, und dann kann man natürlich auch noch hochgehen. Das untere Bad ist schon fertig.
aber oben ist noch nichts fertig. Man geht hier so die Treppen rauf, dann ist man so im Raum, aber hier ist halt noch nichts. Und dann haben wir hier auch noch ein Zimmer, vielleicht für YouTube, vielleicht für irgendwas privat oder so. Ich weiß noch nicht, was wir da genau reinmachen. Naja, und dann sind wir hier im Badezimmer, da ist halt auch noch komplett gar nichts drin leider. Und dann auch hier, wenn man weitergeht, ins Schlafzimmer, das ist auch noch komplett leer und natürlich brauche ich das. Die offensiv schwächste Mannschaft Wien Wiesbaden steht 1860 München gegenüber. Ein tolles Duell, das wir heute hier sehen und eine tolle erste Chance, die wir sehen. Vierte Minute, Mike Giannoudopoulos auf den Außen und in der Mitte steht Greilinger, 1:0. 5 Minuten hat es gerade mal gedauert. Und 1860 führt in der Co-Produktion Mike Giannoudopoulos und Greilinger. Schönes Tor, schön herausgespielt und der Kopfball dann einfach nur noch eingenickt. Irgendwie mit aller Macht über die Linie gebracht. Trifft ihn hier nicht ganz optimal, aber es reicht, um den Torwart zu überwinden. Und 1860, die haben das Spiel auf jeden Fall in der Hand. Schöne Chance geblockt. Dieser junge Stürmer ist unglaublich gut. Gibt die nächste Vorlage wieder auf Greilinger. Diesmal der Kopfball deutlich besser, aber auch das wird leider nichts. Und jetzt darf der junge Stürmer selbst mal abschließen. Schöner Schuss, knapp übers Tor. Ja, und dann kommt in der zweiten Halbzeit endlich mal Wien Wiesbaden mit einer guten Chance, aber der Torwart pariert auch sehr, sehr stark. Greilinger heute der beste Mann auf dem Feld. Seine dritte Möglichkeit leider kein Treffer. Und was macht Wiesbaden? Die machen das 1:1. 74. Spielminute. Schön durchkombiniert. Und total Blackout vom Torhüter. Ganz, ganz schwach, was der macht. Wir werden nochmal in der Wiederholung drauf gucken. Also schöner Pass natürlich hier. Aber dann der Torhüter komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Hat mit dem Pass gerechnet, aber der Schuss ins kurze Eck natürlich viel schlauer. Und dann kommt Giannoudopoulos auf der anderen Seite. Klatsch hat's gemacht. 1860 eigentlich besser, aber die letzte Chance sollte Wiesbaden gehören. Ein schöner Chip, ein schöner Schuss und der Ball ist knapp über dem Tor. Das war's dann. 1:1 trennen sich beide Mannschaften. Harter Kampf, hartes Duell und obwohl 1860 besser war, hätte Wiesbaden am Ende das Ding machen müssen. Immerhin nicht ganz ohne Punkte gehen sie aus dem Spiel und freuen sich jetzt auf das Derby gegen Ingolstadt. Jawohl! Nochmal.
Jetzt noch an, auf geht's. Jawohl. Ist ein Spieler wie Mike Yiannopoulos entscheidend für so ein Derby? Yiannopoulos wird der Schlüssel im Derby sein. Wir sind guter Dinge, dass wir dieses Spiel packen werden. Ihr drittes Spiel, ein direktes Derby gegen Absteiger Ingolstadt. Wie schätzen Sie die Chance ein? Ja, die sind natürlich nicht zu unterschätzen, ebenso wenig wie wir das sind. Zudem bin ich natürlich absolut heiß und freue mich auf dieses Duell. Ja. Die Fitness von Ingolstadt nicht die beste. Ein Derby der Extraklasse. Ingolstadt gegen 1860. Ingolstadt unerwartet schlecht und 1860 unerwartet gut. Und diese beiden treffen nun aufeinander. Und in der 9. Spielminute schlägt die Abseitsfalle mal überhaupt gar nicht an. Ingolstadt ganz frei durch. Torwart Hiller haut den Gegenspieler um. Und dadurch heißt es 11 Meter für Ingolstadt nach nicht einmal 10 Minuten. Ist vertretbar die Entscheidung und der Elfmeter wird geschossen, doch Hiller hält den Ball gegen den Ingolstädter Stürmer, Wahnsinnsparade. Ingolstadt wollte natürlich direkt nachsetzen, Kutschke mit einer guten Chance. Und dann ist es Röcher und Röcher ist dieses Mal ganz durch und macht dann das verdiente 1:0 in der 18. Spielminute. Ingolstadt bisher die deutlich bessere Mannschaft, Elfmeter verschossen, Chance vergeben. Diesmal passt er ihn quasi nur ins Tor. Die Lücke ist offen, die Lücke ist da und der Torwart kann dieses Mal nicht mal mehr stoppen. Auf der anderen Seite ein schönes Pässchen auf Yiannopoulos, der fällt und das gleiche Spiel auf der anderen Seite. 31. Spielminute, 11 Meter für 1860 München. Wieder zurecht, wieder geht die Entscheidung in Ordnung. Yiannopoulos passt den Ball noch weg und der Torwart kommt zu spät. Yiannopoulos, der Schütze selber und der macht ihn rein. 1:1, Spiel wieder ausgeglichen. Eher überraschend, aber so ein Elfmeter bringt einen dann natürlich ins Spiel rein. Er hat ihn ganz sicher verwandelt, verlädt den Torhüter in die falsche Ecke und schießt fast schon mittig ab. Schönes Ding, ganz clever gemacht. Und jetzt geben sie Gas. Gleiches Spiel nochmal, der Pass auf Yiannopoulos und dieses Mal der Abschluss zu spät und unentschlossen. Die anschließende Ecke sollte gefährlich werden. Yiannopoulos macht sie selber und in der Mitte steht Sascha Mölders. Und auf der Linie klärt der Verteidiger von Ingolstadt den Ball ganz knapp und wichtig weg. Wir springen in Halbzeit 2 und wir springen zu Kutschke. Wie kann er den denn bitte nicht reinmachen? Das war eine 1000%ige Chance. Ein guter Abschluss. Es fehlen Zentimeter zum Glück. Und was macht 1860? Die spielen einen wunderbaren Ball über die Außen und eine wunderbare Flanke. Der 17-jährige Stürmer mit der Nummer 21, Ngonu, macht sein erstes Saisontor. Die letzten Spiele wirklich stark gespielt. Diesmal belohnt er sich nach einer wunderbaren Flanke und einem wunderbaren Volley-Abschluss. Und die 1860er Löwen drehen hier das Spiel, das Derby. 2:1 steht es jetzt für München. Damit hätte keiner gerechnet. Mike Yiannopoulos als Kapitän freut sich. Aber die direkte Antwort sollte kommen. Tiki-Taka, Flipper-Automat. Was für ein irres Spiel ist das denn, bitteschön. 68. Spielminute, der Ausgleich, weil die Ingolstädter wieder sich zu leicht durchkombinieren können und dann mit dem Pfosten Doppelpass spielen. Der Torwart weiß nicht ganz, wird das ein Pass in die Mitte oder wird das ein Schuss? Naja, und im Endeffekt wurde es 1 in beidem. Und Ingolstadt wollte weitermachen. Schöner Seitenwechsel und der Ball in die Mitte. Schöner Schuss von Krause, aber Hiller hält diesen Ball fest. Was hat 1860 noch im Petto? Greilinger und Sascha Mölders. Greilinger in den letzten Spielen auch richtig, richtig stark unterwegs.
Und dieses Mal als Vorlagengeber auf Sascha Mölders, der sich ganz, ganz viel Zeit lässt, das ganz clever macht und den Ball dann mit einem schönen Volley aufs Tor bringt. Mit ein bisschen Glück Innenpfosten und der Ball geht rein. Hier sehen wir es nochmal. Sascha Mölders wartet förmlich auf den Ball, um ihn dann perfekt treffen zu können Richtung Tor. Für den Torhüter natürlich in dieser Situation gar nichts zu machen. Und Greilinger sollte auch noch einen selber bekommen. Klaassen mit einer schönen Flanke und Greilinger, der muss den eigentlich machen. Schöne Chance, auch ein schöner Schuss, aber er hat ein bisschen Pech. Der Ball geht knapp übers Tor, damit nicht die Vorentscheidung. Das ist jedoch egal, denn das Spiel kann über die Bühne gebracht werden. 1860 spielt das gut runter und gewinnt damit so das Derby. 3 Punkte, ganz, ganz wichtig für sie. Und bei Ingolstadt, da hilft nur noch Trösten, denn die stehen jetzt ganz weit unten da drin. Hey Jan, ich muss dir nochmal ganz kurz was erzählen, denn ich habe gerade ein Angebot von 1860 München bekommen und die wollen mir einen neuen Vertrag anbieten über 2 Jahre. Die wollen zwar mein Gehalt erhöhen auf 2200 die Woche, was eigentlich echt schon ganz nice wäre, aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, weil 2 Jahre sind echt lang und ich bin mir aktuell nicht mehr sicher, ob das der richtige Verein für mich ist. Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, aber du bist ja jetzt auch Kapitän bei München. Also das ist natürlich auch eine wertvolle Stellung. Aber du hast schon recht, also wenn du dich dann irgendwie doch nochmal weiterentwickeln willst, 1860 vielleicht gerade nicht mehr die optimale Wahl. Ja, ich bin natürlich jetzt zwischen dem Zwiespalt. Entweder ich lasse meinen 6-Monate-Vertrag noch auslaufen und schaue dann einfach mal, was passiert. Dann kann man ja immer noch über einen neuen Vertrag reden. Aber vielleicht komme ich dann bei den Fans nicht mehr so gut an. Vielleicht hast du recht, vielleicht verliere ich meine Kapitänsrolle. Andererseits habe ich die Möglichkeit, 2 Jahre mich an diesen Verein zu binden. Klar kann ich dann immer noch Vertragsgebote annehmen, aber ja, das macht es mir natürlich nicht einfacher, von diesem Verein wegzukommen. Das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Ja, und weil diese Entscheidung so schwer ist, übergebe ich sie an euch. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Jetzt müsst ihr nur noch eine Sache machen. Unbedingt in die Kommentare reinschreiben, was wir machen sollen. Vertrag auslaufen lassen oder den neuen Vertrag? Erstens würdet ihr mir damit absolut helfen, natürlich die Story mitbestimmen, und zweitens sehe ich, dass ihr noch bis zum Ende geguckt habt. Beides wäre richtig cool. Lasst ein Like da, lasst Wertung da, schreibt das in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge.